Wieder zurück zu einer neuen Folge von Another Brick and More. Es hat sich, glaube ich, einiges geändert. Man sieht hier oben, gibt es einen Event-Balken jetzt. Meine Mäuse rappern im Hintergrund. Also wenn was nervt, tut es mir leid. Ich habe mir noch eine Waffe geholt. Schmecken so geil. Obwohl es nur auf 15 Waffeln sind. Und wir müssen gucken, wo sind wir jetzt überhaupt stehen geblieben? Was lief nicht mehr? Was haben wir für einen Fortschritt jetzt am Laufen? Wir haben Bowling haben wir jetzt laufen. Mensch. Stimmt ja, wir wollten das jetzt alles hier unten irgendwie aufbauen. Das Restaurant macht irgendwie kein Plus. Oh mein Gott, Warteschlangen, das gibt es bei mir. Habe ich ja ganz vergessen. Achso, wir wollten ja 24 Stunden mal aufmachen. Das war's. Den ersten Laden 24 Stunden auf. Da kommen wir, glaube ich, mit dem gut. Ja, ich muss jetzt was essen. Oh, warte mal, Shop. Alles klar. So läuft das ab. Okay, wir sind jetzt zum ersten Mal haben wir Events. Das bedeutet, wir müssen jetzt als nächstes werden Leute kommen, die extrem viel Laptops, Hosen, T-Shirts, Kleider kaufen. Haben wir alles. Läuft. Dafür müssen wir aber dann am besten diese Geschäfte 24 Stunden offen halten. So, 24 Stunden. Dazu müssen wir aber das Personal noch ändern. Wir brauchen Kassierer. 5 Uhr. Nein, er soll Mitternacht anfangen. 13 Uhr? Nein, er soll Mitternacht anfangen. Mitternacht, dann arbeiten die 8 Stunden. Muss ich noch einstellen, 8 Stunden und 8 Stunden, genau. Dann müssen wir, Arbeitsbeginn ist dann um 8 mit 8 Stunden und der um 8 mit 8 Stunden. Und dann brauchen wir noch einen mit 8 Stunden. Kassierer einstellen, der ist gut, das ist ein richtig nicer Kassierer, Leute. Immer noch den hier. Und die fangen jeweils um 18 Uhr an. Und arbeiten 8 Stunden. Und hier und arbeitet um 18 Uhr. Bin ich jetzt bescheuert? Achso, nee, 16 Uhr. Ja, da war ich kurzzeitig bescheuert. So, jetzt haben wir durchgehend 2 Kassierer. Jetzt brauchen wir natürlich aber auch Lageristen, die arbeiten wie verrückt. So, die Mäuse haben jetzt entdeckt, dass die neues Heu und alles drin haben. Ich habe es nur noch nie geguckt, ob die jetzt gemerkt haben, ja, da fehlt was. Da ist Essen neu da. Und ja, wir arbeiten jetzt. Lagerist. Da beginnt einer um 0. Dann beginnt einer um 8. Und dann beginnt einer um 16 Uhr. Boah, das war genau passend. Wir haben hier davor Zeit, wo sie alles einräumen können. Das ist super. So, Nummer 1 ist fertig. Nummer 2 wäre Elektronikgeschäft. Der jetzt am besten 24 Stunden offen haben sollte. Personal. Was sind eben so welche Sachen, die müssen wir jetzt mal machen. So, Lageristen. Fangen wir erstmal mit den Lageristen an. Um 0, 8 Stunden. Um 8, 8 Stunden. Und um 16 Uhr, 8 Stunden. Wir brauchen keinen Lageristen. Wir haben die Lager direkt dahinter. Warum brauchen wir noch einen Lageristen? Das wäre doch bescheuert. So, gehen wir zu den Kassierern. Jetzt geht's los. Kassierer müssen viele eingestellt werden. Sehr viele. So 8 Stunden. Kassierer. Welchen Kassierer? Wir haben den Kassierer. Der beginnt um
wie ich sagen, hier. Er macht hier nochmal, der beginnt hier um 7 nochmal mit der Hauptzeit, sagen wir hier nochmal 2 und macht 2. Dann haben wir Kassierer einstellen, ein mit Tempo noch, der macht um 16 Uhr 8 Stunden. Müsste laufen. Das heißt, ab dem heutigen Tag müssten, oder schon ab heute anscheinend, angeblich, müssten die Geschäfte gut laufen. So, dann müsste eben in 2 Tagen und 17 Stunden beginnen dann das Event, weil das die Schule beginnt. Und dann müsste aber auch, die Lager sind relativ sehr voll, das passt, das gefällt mir, das ist schön. So, nächste Sache. Was wollen wir als nächstes machen, ist die Frage. Welche Sachen muss ich gucken, Bedarf? An Fastfood ist der Bedarf gut gedeckt. Also, dass die nicht kommen, ist mir egal. Bar, kann man nicht machen. Arcade-Spiele, gut, das haben wir auch noch nicht. Was haben wir? Lebensmittel. Lebensmittel. Oh. So. Fangen wir mal mit den Süßigkeiten, weil die Süßigkeiten werden ja gefragt. Stufe 1. In einem Geschäft mit 50% Lebensmittel. Das heißt, als nächstes müssen wir ein Lebensmittelgeschäft machen, wo Süßigkeiten zu... Ach so, nee, das ist Gemischtwarenhändler und das ist über 50% Lebensmittel. Verkauf. Das kriegen wir hin. Das dürfte kein Problem sein. Ist nur die Frage, wo wir den Laden hinstellen. Auch wenn nicht so viel Platz ist oder ihr wisst schon, wie ich das meine. So. So. Aber ich ein bisschen was falsch gemacht, ist mir jetzt aber auch egal. Wir haben noch 66.000 Schulden. Gut, ist mir jetzt auch egal. Das Geld kriegen wir eh bald rein, hoffe ich mal. So, über 50%. Das heißt, wir können einen kompletten Lebensmittelhandel jetzt machen. 20.000 soll ich am Tag plus machen. Okay, jetzt ist der neue Tag. Und lohnen tut sich das eigentlich nicht, dass die Geschäfte offen sind. Also nicht so richtig. Vielleicht kommt das ja noch, man weiß es nicht. Ein Streik? Ach so, die Zulieferer streiken. Ach, das ist ja kein Problem. Oh, das ist ja kein Problem. Aber stopp, 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 stopp. Wir wollen den Laden jetzt nicht mal fertig kriegen. So, wir brauchen hier eine einfache Tür. Das reicht vollkommen zu. Dann brauchen wir Lebensmittel hier Dings. Dim, 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 dim. So. Gibt es sehr viele Lebensmittel? Müsste reichen. Rega. Zahnpflege, Kosmetik passt nichts rein. Gefriertruhe, genau. So. Machen wir es so. Und der Tisch. Da haben wir eigentlich 1, 2, 3 Sachen. 1, 2, 3. Das würde ja theoretisch passen. Aber wir brauchen hier noch die Kasse. So. Nee, 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 nee. So, so, so. Das müsste theoretisch passen. Wollen wir mal Play machen. Dann sollen sie mal hier alles bauen. Dann sollen sie mal bauen, wie sie lustig sind. So, wie sieht denn das sonst hier aus? Die Tränkelagen ist eigentlich viel zu groß. 100% Getränke, das ist sehr, sehr nice. Ist halt der Bedarf, Getränke.
Lebensmittelgetränke. Verkauf Alkohol. Ein Weingeschäft und ein Alkoholgeschäft. Okay, das ist natürlich schon ein Unterschied. 83% gerade mal. Ach du Scheiße, die kommen ja kaum hinterher. Obwohl es geht. Das würde schlimmer auch noch sein. Wir müssen aber noch verwalten, nee, zuweisen. Den Rest hier, den wir jetzt neu gemacht haben. Brauchen natürlich auch noch eine Sicherung. Natürlich auch hier die Dings hier, die ganz, ganz wichtigen Sachen. Aber hier bekommt man natürlich auch alles eine Sicherung. Hier braucht man natürlich auch noch Diebstahldetektor hin. So, nice, freut mich. Als nächstes würde ich den Kino hier machen. Oh, stopp. Wenn man davon spricht. Kino. Und jetzt weisen wir erstmal hier hinten zu. Also wir bauen erstmal noch kurz ein Fundament. Das ist mir zu klein. Machen wir es so. Dann kommt Mitarbeiter Tür hier, Personaltür. Hier. Und hier. Dann brauche ich aber noch eine Straße am besten, die hier hinten umführt. So. Dann. Das ist nämlich gut, dann bevor das gebaut wird, da kann man nämlich hier die Mauer hinsetzen. Und dann kann man nämlich das alles ganz anders machen. Das ist doch geil. So. Dann kommt natürlich noch die Straße dazu, Ladezone. Achso, nee, da muss gewartet werden, bis fertig ist. Gut. Dann bauen wir hier schon mal. Können wir noch. Achso, ja, verwalten. Zuweisen. Zone. Geschäft. Geschäft. Ja. Dann können wir nämlich hier machen Lebensmittel. Süßigkeiten. Konserven. Frühstücksflocken. Snacks. Kekse. Brotscheiben. Soßen. Reis. Kaffee, viel zu viele Tier. Es ist oder Lebensmittel. Und wir sollen über 50%, deswegen geht das schon. Dann haben wir Konserven wenig. Obwohl, warte mal, was als Bedarf. Lebensmittel. Konserven. Milch wird viel nachgefragt. Milch habe ich auch noch nicht. Eiscreme habe ich noch nicht. Achso, naja, ich muss ja auch die Tiefkühlsachen erforschen. Okay. Brotscheiben dann nochmal und Frühstücksflocken und... Boah, was machen wir hier nochmal rein? Machen wir mal Kekse. So, jetzt gucken wir mal. Oh, hier. Hier haben wir noch Eiscreme. Eiscreme. Milch. Milch. Milchprodukte. Frisches Fleisch. Tiefkühl. Pizza. Fisch. Milchprodukte nochmal. Und nehmen wir nochmal den Fisch. Nehmen wir hier nochmal Früchte, Gemüse und Brot.
Mensch, wir haben so vieles noch nicht. Mensch, es ist ja verrückt. Das ist jetzt unser Lebensmittelladen. Das ist unser Gemischwarenladen hier. Da könnten wir hier die Eiscreme reinmachen. Und die Milch, weil die ja Geld bringen. Und die Tische habe ich auch nicht hier. Hier werden wir mal ein paar Tische noch reinbauen. Nur die Frage, wohin? Hier direkt neben dem Eingang. So, da kommen nämlich hier noch Früchte, Gemüse und Brot. Brot. So, und dann würde ich nämlich sagen, war es mit diesem Part? Wir werden im nächsten Part sehen wir Back to the School. Hoffen, dass da was klappt, dass wir da wirklich Plus einnehmen. Nächstes Mal nehmen wir auch dieses Geschäft in Betrieb. Dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen. Wenn ich den Daumen schreibe, in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Bis zum nächsten Mal, sagt ihr mir ins Wort. So, ciao!